Jo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphie. Ihr könnt gerade sehen, ich bin in meinem fucking Zongoledoso Cosplay. Diese Bastarde haben Quinn und Rengar gebannt, was mir nicht so ganz gefällt. Aber ihr wisst, man kann nicht alles haben, aber ich habe eine gute Sache. Ich habe meinen Lieblingspulli wieder. Ich darf gegen den Singed auf der Top-Lane spielen, habe ich nicht wirklich Bock drauf. Singed ist gerade OP. Warte mal. Nice Target Bands, by the way. Ich habe auch Grass dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Conqueror gegen Singed haben möchte. Es hört sich theoretisch ganz nice an. Aber, like, ist das Braum mit? I'm confused. Are you duo mit den Jungle? Holy shit, ist das laut. Oh, Moment kurz, Leute. Und ich muss leashen? Ey, ich will nicht leashen. Come on, Bro. Du Wichser. Warte, sind jetzt schon hier? Scheiße, ich hab gar nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, was abgeht. Jetzt sollte ich mein Screen noch mal ein bisschen verschieben, meine Freunde. So, jetzt ist alles. Oh, Leute, er fängt nicht an! Der Bastard. Ich sehe schon kommen. Silphie beschwert sich darüber, dass sein Jungler bei ihm anfängt. Und im selben Moment beschwert er sich darüber, dass er nicht bei ihm anfängt. Ja, Leute, so ist das Leben. Wollen wir dich jetzt schon geproxied? Nee, wohl noch nicht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Silphie, warum das Grasp? Naja, Zongo meinte irgendwie zu mir, er mag Conqueror gar nicht. So, zum Glück habe ich aber Dingens dabei. Warte mal, wurde Sin schon genervt oder kommt er erst noch auf diesem Patch, der Nerf? Ich weiß, dass sie bei Sin Dingens nerven wollen, die Mana-Kosten auf seiner Q. Und weg, weil er jetzt ein Level-Up bekommt. No need, da jetzt weiter reinzugehen. Er braucht nämlich noch einen Minion. So wie hier. Ah, da komme ich leider nicht noch drauf. Holy shit. Leute, never chase Singed. Die wichtigste Regel in League of Legando. Und was mache ich? Ich chase ihn einfach. Lul. Ripp meine drei Minions. Er geht basen? Den tut er nicht. Bam, Alter! Was? Du hast ihn in dein Gesicht. 1v9-Player. Fun Fact, Leute, ich habe auf diesem Account, zumindest im Moment, wo ich jetzt gerade aufnehme, eine 70%ige Winrate aufklärt. Ich bin halt der beste Schüler von Zongo. Ich habe von ihm gelernt, ich brauche nicht mal Last Hits, ich brauche nur Kirz. Spaß, Mann, aber vielleicht wird er mich irgendwann blessen. Mit seiner Allmächtigkeit. Oh, nice, den haben wir auch noch bekommen. Und ich krieg die Wave sogar reingepusht. Sexy, sexy. Er wird aber nicht TP'en. Ah, doch, er TP'en. Perfekt. Entweder hat er sehr lange in der Base gechillt für Items oder keine Ahnung, was er gemacht hat. So, wir holen uns straight up das Diamant. Wobei, ich kann noch kurz in der Base chillen für den Pinkwort. Sollte passen. Zeit habe ich dafür noch. Es war ein bisschen blöd, dass ich jetzt meine E benutzt habe. Oh shit. Oh shit. Wow, Jungle Difference ist gerade actually huge. Holy shit. Also in terms of. Sag mal, sind die jetzt eigentlich doch pre-made? Die müssen doch pre-made sein. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Randoms so eine Duo-Strategie zusammenspielen. Also würde mich zumindest sehr wundern. Ich hasse das eh komplett. Ich League ist, sind solche Clown-Fiesta-Games geworden. Schade. Lass mal gucken, dass wenn wir unser Level 6 haben, Leute, dass wir ein bisschen uns auf der Map. Oh, scheiße. Uns ein bisschen auf der Map herumbewegen. Ja,
Er hat kein Flash, er hat kein Flash. Wenn ich den jetzt connecte, ist er tot. Komm her. Bam, Alter! Was für Singed, Mann! Was für bester Champion! Solidosumon! Ich find's aber cool, wenn mich Leute heutzutage immer noch fragen, wer ist Songolidoso? Und ich mir einfach nur denke, sag mal, lebt ihr unterm Mond? Wie könnt ihr die Legende himself nicht kennen? Okay, leider kann ich echt sehr langsam anpushen. Ist ein bisschen blöd. Okay, und weg mit uns. Okay, jetzt habe ich Tiamat. Jetzt habe ich auch nochmal sehr gute Map-Pressure. Ah, leider ist die Map-Pressure gegen fucking Vladimir, ne? Den kann ich nicht so einfach ganken. Weil er halt einfach sein Ding jetzt macht. Er macht seinen Pool, wenn ich zum Ganken komme. So, ich meine, okay, wenn Braum ihn markiert, ist es actually ganz nice. Ja, dann ist echt actually ganz nice. Aber ohne? 57 CS zu 34. Holy shit, ist das. Das ist so viel. Und meine Botlane gewinnt, man. Meine Botlane verliert, man. Oh shit, connecte ich den noch? Ne. Das war mit Absicht, Leute. Ich hab mich mit Absicht chunken lassen. Ich kann nicht ulten. Oh, yo, ich kann nicht mal wegspringen! What? Ah, scheiße! Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Darauf war ich leider nicht vorbereitet, meine Freunde. Das ist doof. Es klingt ja bei der Big Ward. Ich hab sie geliebt. Soll ich den ulten? Ob ich da noch rankomme? Ah, nice. Ich hab's im Flash wenigstens bekommen. Ist okay. Ich kann auch die Wave relativ schnell wieder einpushen. Nur, ich hab ihm jetzt eigentlich TP-Lead geschenkt. Ich hab keine Möglichkeit mehr, die Map zu pressuren. Aber mein Graves ist halt super gefeedet. Holy shit. Darauf muss ich ein bisschen aufpassen. So, eigentlich ist das, was Nidalee echt machen sollte, die ganze Zeit einfach nur die anderen Lanes ganken. Weil Graves wird nur in der Mitte sein. Yo, Bro, ich hab kein Ulti, ne? Nope, da mach ich nix. Schade. Die haben hier wahrscheinlich irgendwo Wards. Ist hier vielleicht sogar eine Pink Ward drin? Ah ja. Ist mir leider nicht aufgefallen. Oh, passt auf, Bot. Wow, oh mein Gott, wurde die gefickt. Also da fällt mir echt kein anderes Wort als gefickt ein. Ich nehme schon mal die Potion mit, in case, falls Singed kommt. Ich glaube nicht, dass er mich 101 kann. Der proxied einfach. Lol, hör auf damit. Cinch, mein Bro, hör auf. Ja, den chase ich jetzt gar nicht. Ist gar nicht worth it. Wir müssen gucken, dass wir mit unserer nächsten Ulti auf der Map ein bisschen was geschissen bekommen. Er geht Mitte? Ne, er geht runter zum Drachen. Boah, ne, den conteste ich nicht. Ich glaube, ich bin da zu langsam für. Also, sofern die jetzt nicht sterben, ist es okay. Ja,
Drache für Tower. Ich bin mir da, jetzt bin ich mir gerade noch nicht so ganz so sicher, ob das so worth it ist. Singed ist Bot. Weil er kommt wieder her. Die haben wir bereits gemacht. Ich will den haben, Leute. Ich will seinen Kopf. Boah, okay, den will ich nicht diven. Den will ich nicht diven. Da versteht die Wave gerade nicht gut. Puh, der ist oben aber low. Der ist oben aber super low. Ob ich jetzt echt das für einen Kill traden sollte? Ne. Okay, ist fein. Ich habe, glaube ich, nicht mal Mini dafür verloren. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Aber er kann Teleport. Oh, scheiße. Das sollte eigentlich sehr schöner Damage an seinem Tower sein. Naja, die sind tot. Wow. Ja, hier bleib ich nicht zu lange. Das ist so bescheuert. Mein Jungler ist nicht da. You actually ping me? What the fuck, will er mich trollen? So, würde der einmal kommen, könnten wir Singed umbringen und die Tower abholen. Come to top and take tower. Ich will ja gar nicht rausgehen. Ich weiß nicht, ob Nidalee noch hier ist. Drückt auf eine Taste und disengage den ganzen Fight. Let's fucking go. Ah, cool, er konnte mich gar nicht fliegen. Was ist das? Ich kann ihn halt nicht fighten. Eine Taste, alles weg. Ich tippe mich zurück. Wenn ich das hier schnell genug gemacht hätte, wäre es kein Problem gewesen. Okay, ich hole mir auch sofort die Titanic. Wird euch wahrscheinlich wundern, warum ich das mache. Aber es geht einfach darum, den verbesserten Wave-Deal zu haben. Weil die Wave ist hier eigentlich gerade alles. Wer zuerst rauspusht, hat riesige Vorteile. Ich meine, okay, alles ist gut eigentlich für meine Lane. Ich habe einen 30er CS-Lead. Ist schon mal fein. Stat-wise bin ich auch ganz gut dabei. Ist auch fein. Ich glaube, ich committe jetzt für den Tower. Der kann mich hier nicht aufhalten. Later, bitch. Nein! Du Spasti. Ah, das war vielleicht ein klein wenig zu greedy von mir. Ich meine, es ist okay. Ich habe Flashes mit ihm getradet. Und ich habe seinen Tower noch bekommen. Es ist okay. Es ist okay. Okay, die drücke ich noch rein und dann bin ich auch weg. Brauche ich hier. Ey, die sind fast so Magic Damage. They are full AP, by the way. Da geben wir uns nochmal die hier. Hallo. Ich meine, Grace hat viel Farm, schön und gut, aber irgendwie.
Nice. Eine kann ich auch noch abholen. Hä? Komm her, Bruder. Stand behind Braum. Okay, ich kann hier nochmal meine letzten Punkte holen, dass ich aufmounten kann. Nice, das war gut, das war echt gut. Ich hatte irgendwie kurz Angst, dass Bart es verkacken wird, wenn ich ehrlich sein soll. Weil sonst wäre ich gestorben. Okay, gehe ich nochmal in die Base? Boah, ich muss da nicht hochgehen und die Waves da aufhalten. Es geht halt wieder um den Drecks Infernal. Warte, wir warden das hier mal aus. Damit kann ich halbwegs vermeiden, dass mein Team von Singed überrascht wird. Ja, meint, der ist eh tot. Leute, passt unten auf. Passt unten auf, passt unten auf. Ich muss noch einen rausdrücken. Ich glaube, wir werden ihn verlieren. Den Drachen. Oh, never mind. Faker. Oh, Fakers Sohn. Ich gehe mal Richtung Mitte. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wer hier wie wo steht. Ah, nice. Alle gehen weg. Das heißt, hier kann ich auch nochmal abfahren. Oh, ich habe aber auch einen echt guten Farm, sehe ich gerade. Get Herald, Agobot. Geht top, Bruder. Ey, das neue Sterax sollte ich aber auch nicht vergessen. Das ist auch mal ein ganz sexy Item. Also das neue Sterax lohnt sich eigentlich jetzt auch auf Nicht-Trinity-User. Ich meine, es war auf Klett so oder so ein gutes Item. Jetzt kann ich es mir auf jeden Fall kaufen. Hier ist auch eine Pink Ward. Die kann ich auch nochmal eben clearen. Das passt. Vladimir. Den werde ich mal machen. Nice. Ah, ich gehe da doch nicht hin. Gehen wir mal wieder, oder? Haha! Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, Klett kann mit seiner zweiten Instanz von seiner E auch über Wände springen. Mit der ersten geht es nicht, aber mit der zweiten geht es. Nieder nur F. Aber der Jump sah super buggy aus. Der Jump sah echt super, super buggy aus. Warte mal. Oh, ich. Moment. Leute, den Shit-Talk gönne ich mir gleich, okay? Nachdem, wenn der Gegner Quinn und Rengar nur für mich bannt, dann nehme ich mir mal das Recht aus zu Shit-Talken. Wow. Hat der... What the f... Did you just... One-shot her? Sexy. Er hat gerade echt den Rift Herald. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ah, ich konnte nicht springen. Er hat mich halt... Oh, das war so unlucky, weil er mich gegroundet hat. Oh, yo, yo, Prank! Haha, es war ein Prank, Oh, nevermind, er hat mich geprankt. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay, ich bin noch auf Skull drauf. Ich bin immer noch actually etwas traurig wegen dem Herald. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich kann raus. Ich kann das hier jetzt eben noch einmal kurz einpushen. So, dass Cinch nochmal etwas CS verliert. Guck mal, Leute, aus 20 wurde gerade 40. Ist schon mal ziemlich nice. Oh, soll ich jetzt echt in die Base gehen? Ja, komm, auf in die Base. Cleaver. Cleaver. Und jetzt hole ich mir Sterax.
Wobei, ey, ich hätte mir Adaptive Helm. Ich bin so ein Idiot. Adaptive Helm ist hier so bonkers. So, ich kann Cinch-Damage senken. Ich kann Vladimir-Damage damit senken. Ey, Leute, Leute, der Cinch ist da. Ihr seid doch solche Behinderten, oder? Ich kann Kaiser-Damage damit senken. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch verdammt nochmal alle. BAM, Alter! Zongo Ledoso Cosplay! Guys, when I spam you, that cinch is coming. Was ist das? Ich hasse solche Games. Man kann nicht einmal in Ruhe Split pushen gehen. Nicht ein einziges Mal. Ich hätte wahrscheinlich viel früher TP'n sollen. Leute, seid mir nicht böse. Ich bin ultra salty. Ich habe sowas so oft in meinen letzten Games. Halt mal, drauf geschissen, Leute. Komplett drauf geschissen. Ich hole mir direkt Damage. So, als ob ich möchte, dass sie mir ihr erstgeborenes Kind opfern oder sowas. Nein, ich will einfach nur chillt ein bisschen hinten, lasst euch throwen, wir haben einen guten Lead. Aber nein, da vorne gibt es die Chance, Damage zu machen. Warum ist Braum oben? Ah nee, das, die Du-Leute so. Ey, Dranks! Boys? Kommt an. Rip Draven. Er ist tot. Wir machen einfach mal. What the fuck? Schon wieder alle tot? Holt er sich Nash's Tooth? Warum sollte man noch ein Game sauber beenden? Warum sollte man sich auch ein Sieges kaufen, wenn man einen fucking Graves hat? Ich hab grad so Bock, toxisch zu sein. Jetzt no joke, ich hab grad so Bock, toxisch zu sein. I don't understand. Holy shit, Mann. Leute, der hat so viel Farm. Der hat einen extra Support für sich bekommen. Hör doch mal auf, den anderen was wegzunehmen, wenn du eh nichts Richtiges damit machst. Oh Gott, ich will doch einfach nur meine scheiß Titanic fertig haben, Mann. Ich merke gerade echt, ich tilte. Warte mal. Komm, ich mache jetzt einfach einen guten Engage. Und dann ist drauf geschissen, ob ich tilte oder nicht. Wobei, wie könnte ich in die reinlaufen? Der Vladimir, ne? Der gönnt sich, der Boy. Na, kann er doch nicht sterben, weil da noch ein Sila mit dabei ist. Ich hätte vielleicht nochmal damit reingehen sollen. Mein Steras ist ja noch gar nicht gepockt, fällt mir auf. Ich bin tot, oder? Ne. Ah, meine Ulti war nicht gut. Haben wir einen Drachen? Ne. Ja, doch, ein Dingens.
Hier will mich stoppen, oder? Hier ist bestimmt eine Ward drinne. Ne, hier ist keine Ward drinne. Ich fight noch schon wieder. Scheiße, vielleicht kommt kein... Oh. Leder, Bitch! Oh, ich lebe! Alles geplant, Leute. Alles geplant. Okay, das Game ist noch nicht over. Das Game ist... noch nicht over. Aber wir kriegen Topline Tower. Nice. Nice, nice, nice. Ich brauche unbedingt den... Ich glaube, ich hätte mir nicht das Derax kaufen sollen. Ich glaube echt, ich hätte mir da einen Adeptive reinholen sollen. Ey, schon wieder. Ich weiß nicht, was die machen. Aber ich hasse diese Meta. Ich hasse diese Meta. Was kauft er sich? Warum holt er sich nicht Locken? Er hat doch tausendmal mehr Leben als Dingens. Die trollen, oder? So, Locket skaliert mit Champion-Leben. Und... Braum hat tausendmal mehr Leben als der Bart. Aber der baut es nicht mehr aus. Ach stimmt, keiner von denen hat sich Executioners geholt, ha? Huh? Ich werde es mir nicht holen. Ich bin hier größtenteils on a frontline. Ich brauche jetzt Tankiness und nicht Healing Reduction. Ich kann auch nicht reingehen, die sind halt so mobil. Die Ulti war zu kurz gezogen. Okay, wir haben Tipi rausbekommen. Ich habe meine Ulti actually verkackt, aber es ist okay. Wollen wir das jetzt echt racen? Nee. Nicht mit mir, Leute. Das race ich nicht. Leute, wir racen doch nicht gegen... Ihr seid doch so behindert, ne? Ihr race doch nicht... Oh, Leute, sie hat nicht mal Nash. Nevermind, ich bin behindert. Ich glaube nicht, dass wir richtig vorpushen können. Wir haben hier gerade Dingens gesehen. Oh shit. Oh shit. Chain halt immer schlechter. Oh, ich hätte eine Sekunde länger überleben müssen. Ich hätte eine beschissene Sekunde länger überleben müssen. Minutes in game. Still no locket. Ich sollte splitten gehen. Ich glaube echt, ich sollte splitten gehen. Teamfights bringen nichts. Vladimir killt alleine unsere Backline und ich glaube, Braum kriegt das nicht aufgehalten. Ah, das wäre jetzt auch zu schön, wenn er ihn bekommen hätte. Der zweite Nash. Und es hat mit einem Throw angefangen, Leute. Mit einem Throw beginnt sowas immer. Ist das ein normales Gravesbuild gerade? Sollte Cleaver nicht generell früher kommen? Mal gucken. Stackt halt auch. Ah, die Leute stacken auch nicht so viel MR, ne? Holy shit, Medic ist noch zwei Levels behind. Lol. Achso, war eine Needly-Trap. Ich würde da so gerne drauf gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn da einmal der Vladimir kommt, der fickt die alle weg, weil keiner von denen den Vladimir aushalten kann. Vladi ist oben. Ey, go, fight! Ich
Top-Mädels Vladi ist nicht da. Lass es ausnutzen. Never mind. Jetzt wird das wohl nichts mehr. Ey, er ist halt legit immer noch nicht da. Kommt ran, kommt ran, kommt ran, kommt ran. Ah, ist fein. Oh! Oh, shit! Wir kriegen die halt trotzdem nicht tot. Wir kriegen die halt trotzdem nicht tot. GG Rollplate. Schade. Schade. Ne, das können wir helfen. Doch, ich denke mal, die meisten von euch können verstehen, dass ich gerade so ein bisschen so salty jetzt drauf bin. Es hätte einfach nicht sein müssen. Es hätte echt einfach nicht sein müssen. Aber ja, Leute, ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.